So, während Angela Stent noch im Anflug ist in unsere Runde hier, der hat ja tatsächlich schon intensiv gearbeitet, wollen wir natürlich ein Versprechen einlösen, weshalb Sie alle wiedergekommen sind. Denn wir müssen jetzt Antworten liefern. Das ist die Herausforderung dieser Verlängerung, will ich eigentlich sagen. Wir wollen kein neues Gespräch beginnen. Wir wollen natürlich weiterentwickeln und weiter auseinandernehmen, was wir in den ersten zwei Runden schon miteinander gehört haben. Und Ihnen die Gelegenheit geben, natürlich auch sich einzubringen und das relativ zügig. Ich habe gehört, von der Akustik her ist es okay, aber es wäre noch besser, wenn wir alle ganz gerade ins Mikrofon reinsprechen. Wenn Sie da irgendetwas nicht verstehen, auch gerne hinten einfach melden. Ich begrüße sehr herzlich einen neuen Gast auf unserem Podium, Tom Königs, Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2009, Mitglied des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Seit 2015 als Beauftragter des deutschen Außenministers Frank-Walter Steinmeier, unterstützt er den Friedensprozess in Kolumbien, ist seit 2013 menschenrechtspolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und es ist fast eigenartig, Sie hier in dieser Länge vorzustellen, in diesem Hause, aber ich tue es natürlich sehr gerne. Sie sind jemand, der sich sehr intensiv beschäftigt hat mit Aspekten internationaler Politik, die mit Aufbau, mit Wiederaufbau, mit Verwaltungsaufbau zu tun haben. Sie haben unter anderem für den UN-Generalsekretär Kofi Annan als stellvertretender Sondergesandter im Kosovo gearbeitet, dort bis 2002 die Zivilverwaltung mit aufgebaut, Sondergesandter der Vereinten Nationen in Guatemala für 2 Jahre und dann in gleicher Funktion 2006 bis 2007 auch Sondergesandter in Afghanistan. Insofern eine sehr reichhaltige Erfahrung in sehr praktischen Themen, über die wir natürlich auch reden sollen. Und ich bitte Angela Stent, uns einfach vorne noch mit auf dem Podium. Genau, kommen Sie hoch, dann ist das Bild auch sehr viel schöner hier auf der Bühne der Heinrich-Böll-Stiftung. So. Herzlich willkommen. Ja, was wollen wir tun? Also ich habe gedacht, wir müssen erst noch mal eines tun. Ralf Füchs hat uns eingangs vor Augen geführt, dass wir es nicht mit einem Europa zu tun haben, das im Wesentlichen von einer Welt umgeben ist, die im Chaos versinkt, sondern dass wir natürlich in der Europäischen Union und in Europa insgesamt Teil dieser Unordnung sind, Teil dieser Dinge, die nicht mehr zusammenpassen, Teil des Verlusts von Ordnung. Und die Dinge eben, die wir in unseren Außenbeziehungen diskutieren, ganz intensiv damit zu tun haben, was wir eigentlich nach innen momentan in der Europäischen Union erleben. Und da würde ich ganz gern noch mal hier ein Stimmungsbild auf dem Podium dazu hören, aus der binneneuropäischen Perspektive vielleicht, Herr Königs, von Ihnen zunächst einmal die Einschätzung. Also wenn wir uns anschauen, den Zustand der Europäischen Union, den Zustand der Zusammenarbeit, den Zustand der politischen Diskussionen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern der Europäischen Union, inwieweit sind wir in der Lage, uns international einzumischen? Wo stehen wir hinsichtlich der Frage der gemeinsamen europäischen Stimme? Wir hören ganz viel Verzagtheit. Botschafter Ischinger hat darauf hingewiesen. Was ist dazu Ihre Einschätzung? Ich muss mit einer Bemerkung anfangen nach der Einführung, dass ich 10 Jahre meines Lebens bei den Vereinten Nationen da arbeiten durfte, verdanke ich Wolfgang Ischinger, der sagt, das kann er doch ruhig mal machen, der Stadtkämmerer von Frankfurt. Also das ist unvergessen. Aber jetzt zu den Antworten zu den schwierigen europäischen Fragen. Ich fand es ja sehr kühn, vom Außenminister diesen Review-Prozess anzustoßen. Und wenn wir uns da erinnern, hat er angefangen mit einer Frage an die Partnerländer und auch Thinktanks in Europa und den Vereinigten Staaten. Was erwartet ihr eigentlich von Deutschland? Da war in der Tat das, was heute schon gesagt worden ist, mehr Verantwortung, mehr Gestaltungswillen. Und dann war aber auch die Öffentlichkeit, die Deutsche, gefragt, und die erwartete etwas anderes. Die erwartete mehr Moderation und weniger Intervention. Ich sehe, dass diese Debatte eigentlich stecken geblieben ist. Und die Antworten, die gegeben werden, sind immer in irgendeiner Weise jetzt das militärische Weißbuch, der Präsident ist systematisch missverstanden worden, dass das militärische Lösungen wären. Dabei ist die Sicherheitslage, auch die Weltsicherheitslage, ja immer stärker verwoben
zwischen dem außen- und innenpolitischen. Die Bedrohungen sind immer mehr auch solche von innen, gerade wenn man sich die Attentate ansieht nach 9/11, wo man noch sagen kann, gut, das kam von außen. Jetzt die letzten Attacken in Frankreich und USA kommen von innen. Das heißt, Sicherheitspolitik hat eine viel zivilere oder gesellschaftliche Seite. Wenn ich jetzt sage, welche Antworten verlangen wir von Deutschland zuerst einmal in Europa, wie eben geendet wurde, europäische Lösungen. Übrigens, das, was vorhin gesagt hat, den oder diejenigen, der stolz und voll Selbstbewusstsein sagt, make Europe strong again, der fehlt. Da gibt es nur die Nationalisten, die das sagen, make America strong again oder sowas. Und auch die Deutschen gibt es. Aber die zivile Seite der europäischen Gemeinschaft, auch die entwicklungspolitische, die gibt es irgendwie gar nicht mehr. Es wird zum Beispiel ein Konflikt zwischen den Milchbauern, die Milchbauer haben mit der europäischen Verwaltung, wird letzten Endes so gelöst, dass man die Milchbauern weiter subventioniert und die können jetzt billiger exportieren und wir machen die Märkte in der dritten Welt kaputt. Ganz kleiner Fall. Die Kohärenz unserer Politik als eine europäische Entwicklungspolitik fehlt vollkommen. Warum es übrigens ein deutsches Entwicklungsministerium gibt, weiß ich gar nicht. Wir machen das ganz genauso wie alle anderen. Warum machen wir das nicht gemeinsam wenigstens? Und da fehlt es mir an Kohärenz, aber auch an Diskussion, die das umfassend diskutiert. Und ein letztes auch zum Vortrag von Ralf Füchs. Die Diade Idealismus und Realismus immer als Kontroverse darzustellen, halte ich für falsch. Ich bleibe realistischer Idealist. Und eine menschenrechtsgeleitete Außenpolitik, die heute sehr viel ferner ist als vor 2 Jahren, ist nach wie vor meine Devise. Ich glaube, das geht europäisch und muss auch europäisch gehen. Ich glaube, wenn wir uns daran orientieren, könnten wir auch mit den von Ihnen ja angesprochenen großartigen Menschenrechtsverteidigern der Vereinigten Staaten zusammenarbeiten. Denn es gibt ja nicht nur Guantanamo, sondern es gibt auch die besten Menschenrechtsaktivisten der Welt in den Vereinigten Staaten. Das verbindet uns und da stimme ich Ihnen zu. Da haben wir gemeinsame Werte und die vertritt Putin leider nicht. Vielen Dank für diese erste Einschätzung. Ich würde gerne Wolfgang Ischinger dazu befragen, teilen Sie die Einschätzung, die Tom Königs uns gegeben hat, dass irgendwie die deutsche Debatte stecken geblieben ist? Also die angesprochene Review, die ja das Vorhaben des Bundesaußenministers und seines Teams zu sagen, wir müssen über deutsche Außenpolitik reden, wir müssen versuchen, miteinander im Gespräch zu sein, wir müssen andere befragen, was machen wir gut, was machen wir schlecht, wir müssen vor allen Dingen auch mit den Menschen in unserem Land reden, ist in meiner Analyse ja ziemlich überholt worden von dem, was dann um uns herum relativ zügig passiert ist. Und das, was Sie auch, Herr Königs, angesprochen haben, die Rede des Präsidenten auf der Münchner Sicherheitskonferenz, also unter ihren Fittichen im Jahr 2014 mit dem Vorhaben zu sagen, genau das wollen wir tun mit den Deutschen in Deutschland, ist relativ schnell überrollt worden von Dingen, die einfach passiert sind. Wie geht man jetzt damit um? Ja, das ist ja richtig. Es gibt auch diesen berühmten Spruch eines früheren britischen Premierministers, der auf die Frage, was treibt eigentlich Ihre Außenpolitik an, diese berühmte Antwort gab, Events, my boy, Events. Also die unvorhergesehenen Sachen, die einfach passieren und die plötzlich über uns hereinbrechen. Das ist leider so. Das ist ja das Interessante an der Außen- und Sicherheitspolitik, dass ihre Vorhersehbarkeit leider gegen Null tendiert und wir deswegen auch für das Unvorhersehbare planen müssen. Das ist die Kunst in der Außenpolitik. Ich würde gerne einen Punkt dazu machen. Wir waren in Deutschland auch schon mal mutiger. Und zwar jetzt nicht nur, Tom Königs hat ja vollkommen recht, wenn er sagt, die Debatte darf nicht karikiert werden, indem man immer nur über militärische Fähigkeiten oder militärische Einsätze spricht. Die sind auch
relevant und wichtig, aber das ist nicht der Hauptkernpunkt. Wir waren schon mal weiter. Ich kann mich erinnern, in einer Zeit, in der ich politischer Direktor des Auswärtigen Amts war, also gegen Mitte, Ende der 90er Jahre, da waren wir schon mal so weit, dass wir sozusagen vertraulich zwischen Deutschen, Briten und Franzosen und einigen anderen in der Europäischen Union intensiv Ausarbeitungen schrieben zu der Frage, was wäre denn, wenn wir im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik Mehrheitsentscheidungen einführen würden. Mehrheitsentscheidungen. Qualified Majority Voting heißt das in unserer Fachsprache. Und es gibt heute darüber gar keine Debatte mehr, leider. Oder jedenfalls keine, die ich kenne, die ich an meinem Horizont sehe. Dabei ist es so, dass wenn man mal durchdekliniert, in welchen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, wenn sie mit Qualified Majority Voting beschlossen werden würde und damit natürlich eine viel größere Durchschlagskraft hätte, weil nicht jeder Kleinstaat in Europa dann bei jedem Punkt erstmal Nein sagen könnte. Wann würde die Bundesrepublik Deutschland durch Qualified Majority Voting in wesentlichen Kerninteressen negativ berührt? Also wir haben halt versucht, das so ein bisschen systematisch durchzusehen. Und mir ist eigentlich nur ein einziges Thema erinnerlich, das wirklich kritisch wäre. Das ist Israel. Das ist aber das Einzige. In allen anderen Bereichen kann ich nicht erkennen, dass wesentliche Prinzipien oder Kerninteressen Deutschlands negativ beeinträchtigt werden würden, wenn wir uns dem Mehrheitsregime öffnen würden. Und wenn natürlich ein Staat wie Deutschland, der größte und dickste in der Union, sagen würden, für uns ist das nicht zu viel verlangt, wir würden das mitmachen. Wow, das hätte natürlich einen durchschlagenden Effekt. Dann möchte ich mal die Kleinen sehen, die da Nein sagen. Das wird den anderen schwerfallen. Was ist denn da passiert in der Zwischenzeit? Ich meine, wir kauen alle in der einen oder anderen Weise wahrscheinlich auf diesem Thema herum. Ich tue das auf jeden Fall in meinem Arbeitsumfeld. Warum reagieren Mitgliedstaaten nicht mehr auf diese Dinge? Ist das sozusagen die Politik, die zuschlägt, die Menschen in Ländern, die sagen, wir wollen diese Form der Kooperation nicht mehr? Ralf Füchs hat davon gesprochen, Menschen, die Bündnisse vielleicht nicht wollen, die Souveränitätsfrage. Was ist passiert? Ich glaube, die praktische Antwort ist, die hängt wiederum mit dem Brexit-Thema zusammen. Die britische Politik ist seit etlichen Jahren nicht mehr bereit, an solchen Diskussionen teilzunehmen. Und dann muss man leider im Sinne des Wettstreits zwischen idealistischen Vorstellungen und realpolitischen Möglichkeiten einsehen, dass das in der gegenwärtigen Lage nicht weitergeführt werden kann. Das heißt ja aber nicht, dass man diese Frage nicht wieder aufwerfen sollte. Und wenn es jetzt nicht geht, geht es vielleicht in ein paar Jahren. Und wenn es in ein paar Jahren nicht geht, geht es vielleicht dann noch in ein paar Jahren. Also ich bin der Meinung, wir sollten dieses Thema nicht beerdigen, sondern aufrechterhalten. Zweiter Punkt, den ich kurz ansprechen wollte. Mein Eindruck ist, dass nicht nur in Deutschland, sondern in vielen europäischen Mitgliedstaaten leider der Eindruck immer stärker geworden ist, dass die EU, damit denkt der Bürger vor allen Dingen an die Bürokratie in Brüssel, dass die EU eher Teil des Problems als Teil der Lösung ist. Das hat sich in der Migrationsflüchtlingskrise natürlich noch multipliziert, weil die Europäische Union sich in der Tat sehr schwer getan hat und sich weiter sehr schwer tut, hier eine gemeinsame, überzeugende Antwort zu finden. Also lautet die Frage, wo könnte denn die Europäische Union zeigen, dass sie tatsächlich Teil der Lösung und nicht Teil des Problems ist? Und die Antwort lese ich jetzt mal vor. Ganz neue Zahlen von Pew Research Center auf die Frage, die in allen wichtigen europäischen Staaten gestellt worden ist: Do you think the EU should play a more active role in world affairs than it does today? Wissen Sie, was die Durchschnittsantwort war in den wichtigen Staaten? 74% sind für eine more active role. Und interessanterweise, selbst in the UK,
55% für eine more active role of the EU in World Affairs, heißt in Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn das so ist, dann heißt das doch mit anderen Worten, die Führung der Europäischen Union würde einen Fehler machen, wenn sie nicht versuchen würde, genau in unserem Thema, im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik, eine überzeugendere, eine stärkere Politik, eine gemeinsamere und innovativere Politik zu betreiben. Wir verweigern uns dem aber, weil die Eitelkeiten der Nationalstaaten immer noch die Überhand haben gegenüber einer Entscheidung in Brüssel, bestimmte Themen, bestimmte Initiativen durch die von uns ja selbst geschaffenen Institutionen. Wir haben den Vertrag von Lissabon ja extra verabschiedet, damit wir endlich einen Präsidenten des Rats haben, damit wir endlich eine Frau Mogherini haben. Aber die darf ja nicht, selbst wenn sie wollte, die Führung übernehmen. Sie darf noch nicht mal bei den Verhandlungen über die Ukraine mit dabei sitzen. Ich halte das für ein Versagen unserer Mitgliedstaaten beim Voranbringen Europas. Jetzt haben wir gehört, vielen Dank, Herr Ischinger, Angela Stand, dass wir es in Moskau mit Denken zu tun haben, was eher auf alte Formen von Hard Power setzt. Und dann setzen wir Europäerinnen und Europäer diesem Verständnis, das Sie ja beschrieben haben, unser atemberaubend postmodernes großes Zivilisationsprojekt, was eben nicht setzt auf staatliche Stärke, die sich aus üblichen Ressourcen wie groß bin ich, wie viel Militär habe ich, wie viel Wirtschaftskraft, wen kann ich an die Wand drängen, möglicherweise speist. So, jetzt sitzen wir als Europäer da und Sie kennen uns gut, Sie beobachten uns sehr, sehr genau. Wie gehen wir in einer solchen Situation, Herr Ischinger hat es aus seiner Perspektive geschrieben, aus Ihrer Sicht und Erfahrung mit Moskau um? Die EU, ja. Wir als EU und gleichzeitig mitgedacht, die EU und ihre Mitgliedstaaten sozusagen, die Brüsseler Institutionen. Und also was machen wir, wenn sozusagen unser Vorhaben, unser atemberaubendes Projekt auf einen Schulterzucken stößt und sagt, wir können mit eurem Projekt hin und her überhaupt nichts anfangen? So, I guess I've heard President Putin, I go to these gatherings every year and there's some people in the audience who go to them too, called the Valdai Discussion Club. And I've heard him on several occasions sort of say, European Union, it almost sounds like what Henry Kissinger apparently said a long time ago, what phone number do you have for Europe? Who can I call? How can an organization function, this was a few years ago, if it has rotating presidencies all the time? So I think from the point of view of people in the Kremlin, certainly, it's very hard to understand how individual countries could, first of all, give up sovereignty. We come back to this question of the Russian belief in the quest for absolute sovereignty, to give up the sovereignty to some other body. And so from the Russian point of view, they focus very much on the individual states. Wherever possible, you deal with Germany, or you deal with France, or you deal with Italy. And I think now, the Russian view is that the European Union is weak. I mean, when they look at both the economic problems, obviously the migration crisis, and when they see that now some of these, as I said in my talk, newer members of the European Union aren't so sure, and of course we can include Poland. I didn't mention Poland because Poland so far hasn't taken a more understanding position towards Russia. But the idea that they're rethinking how much sovereignty they've given up. Obviously, most of those countries don't want to take refugees because it's not in their history, it's not in their tradition. So they're rethinking, some of this too. And so, and then of course with Brexit looming, we know that Russia has supported political parties in Europe that are Eurosceptical, and some of whom are much more, pro the current government in the Kremlin. So I think the Kremlin sits there and doesn't believe that the European Union is going to continue, is going to prosper. And they're waiting for it to re-dissolve into national states because they don't really understand how it works. Vielen Dank. Vielleicht, Ralf Fuchs, an der Stelle,
unbedingt zu dieser Frage, was machen wir da falsch? Sind wir da zu defensiv, beziehungsweise wie kriegen wir die innere Verfasstheit der EU wieder so hin? Angela Stand sprach davon, Putin kann mit Souveränitätsabgabe nichts anfangen. Das erleben wir auch in unseren Reihen, in vielen, vielen Formen innerhalb der Europäischen Union. Das ist ein zentrales Thema in der, sie wurde angesprochen, als Brexit-Debatte, also der Frage, ob das Vereinigte Königreich in der EU bleiben will oder nicht. Eine entscheidende Thematik ist die Frage von Aufgabe von Souveränität. Also was müssen wir dem entgegensetzen? Und dann können wir natürlich nicht dem ausweichen, was Tom Königs noch mal angesprochen hat, nämlich der Frage, was ist Ihre Balance, Ihre neue Balance, die Sie eingangs angesprochen haben, zwischen außenpolitischen Idealismus und Realismus? Aber fangen wir erstmal vielleicht an mit der Verfasstheit der EU. Darf ich umgekehrt? Ja, unbedingt, gerne. Weil mir das jetzt gerade so auf der Zunge liegt. Ich nehme den Ball gerne auf, den Tom da ins Feld gespielt hat. Ich bin ja der Letzte, der dafür plädieren würde, so etwas wie eine normative Realpolitik aufzugeben. Habe ich, glaube ich, auch in meiner Eröffnung gesagt, hoffe ich jedenfalls. Ich finde nur, dass wir jetzt nicht so agieren können, dass der große Teil der Welt macht in Geopolitik, also im Grunde in klassischer Machtpolitik. Und wir sagen Antworten darauf, dass wir an dem postnationalen Projekt weiter stricken und sagen, Macht durch Recht ersetzen wollen. Das bleibt ein richtiges Ziel, aber wir müssen ja mit der tatsächlichen Asymmetrie oder Ungleichzeitigkeit in der internationalen Politik umgehen und darauf antworten. Und das will ich mal an zwei Beispielen versuchen. Das eine Beispiel ist Russland selbst. Wer die Böll-Stiftung ein bisschen kennt, weiß, dass das unser A und O ist im Hinblick auf, nicht nur auf Russland, aber da sehr intensiv, die Menschenrechtler in Russland zu unterstützen und die Kerne von demokratischer Zivilgesellschaft, die es immer noch gibt, in Russland. Und gleichzeitig können wir uns damit ja nicht begnügen, jedenfalls, wenn es um Außenpolitik geht. Die Böll-Stiftung kann das gut, wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation. Sondern wenn es um Außenpolitik geht, dann braucht es offensichtlich auch ein Element realistischer Abschreckung gegenüber Russland und die Bereitschaft zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Also zum Beispiel mit Blick auf die baltischen Staaten. Also bekräftigen wir sozusagen die Bündnissolidarität gegenüber den Balten oder lassen wir daran Zweifel und laden im Grunde damit Russland sagen, ein, die NATO im Baltikum zu testen. Also was ich sagen will, ist, dass wir auf beiden Instrumenten sagen, spielen müssen und gucken müssen, wie wir die miteinander vereinbaren können. Und wenn wir das am Beispiel der Ukraine mal durchdiskutieren, ich fühle mich also schon ein bisschen herausgefordert von dem, was Raja Mohan da gesagt hat, ihr müsst euch mit Russland arrangieren. Wenn es um die Ukraine geht, ihr müsst euch mit, und er hat ja sozusagen im Grunde fortgeführt, was Sie von Obama zitiert haben, nämlich für Russland ist die Ukraine gehört zu den Essentials, für die USA nicht. Russland hat die militärische Eskalationsdominanz, also auf keinen Fall geht der Westen in einen Krieg um die Ukraine. Schlussfolgerung: A plus B gibt C, wir müssen uns mit den Russen arrangieren. Was heißt das? Also erstens würde ich sagen, im Unterschied zu den USA, für uns ist die Ukraine ein Essential. Nämlich für die ganze europäische Nachkriegsordnung ist die Ukraine ein Essential. Und für die Frage, die Sie ja auch diskutiert haben, fallen wir zurück in eine Art Jalta II, also in eine Aufteilung Europas in zwei rivalisierende Einflusssphären, akzeptieren wir wieder die Theorie der begrenzten Souveränität, dass die wieder eingeführt wird in Europa? Oder gehen wir weg von dem Prinzip, dass die europäischen Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden können? Also da treffen sich, würde ich sagen, machtpolitische Interessen und normative Interessen oder Werte, die wir unbedingt verteidigen müssen und über die wir keinen Kompromiss machen können mit Russland. Die Frage ist, wo
kann man möglicherweise einen Kompromiss machen, der es Putin erlaubt, sein Gesicht zu wahren. Lasse mich seinen Gedanken zu Ende führen. Und ich denke, das ist relativ klar. Das eine ist tatsächlich irgendeine Form von föderaler Ordnung für die Ukraine, allerdings nicht eine Balkanform. Also nicht das, was wir mit Dayton etabliert haben, mit sozusagen Entitäten, die faktisch alle ihre eigene Politik machen, bis zu ihrer eigenen Außenpolitik und verhindern, dass die Ukraine als Staat überhaupt funktionieren kann. Diese Art von Föderalisierung können wir nicht machen. Und der zweite Punkt, der offensichtlich ein Gegenstand von Kompromiss sein muss, weil sonst die Russen auf keinen Fall einen Schritt zurückgehen werden, das ist die NATO-Frage. Man kann natürlich im Prinzip argumentieren, warum soll die Ukraine, ist ein souveräner Staat, nicht das Recht haben, Mitglied der NATO zu werden. Aber wenn wir akzeptieren, dass das für Russland tatsächlich ein Casus Belli wäre, muss man dann sagen, okay, NATO-Perspektive steht nicht auf der Tagesordnung, aber die europäische Perspektive der Ukraine, die können wir nicht verhandeln mit Russland. Die muss gewährleistet bleiben. Also wir brauchen schon einen Mix, würde ich sagen, zwischen Pragmatismus und Prinzipienfestigkeit. Und das meine ich mit dieser neuen Balance zwischen Idealismus und Realismus. Da hören wir Tom Königs, genau. Ich möchte gerne einen realpolitischen Einwurf machen. Der Idealismus und der Realismus, das wollen wir ja alle. Das, was bei der europäischen Gemeinschaft am Anfang am überzeugendsten war, war das Freiheits- und Wohlstandsversprechen. Und zwar für alle. Das war ungeheuer attraktiv. Die Spanier haben das noch nicht vergessen. Da Zentralspanien, die waren bettelarm und heute ist lecker. Portugal auch. Süditalien auch. Auch die osteuropäischen Länder haben einen ungeheuren Schub gemacht. Und das war nicht nur die Freiheit, sondern auch das Wohlstandsversprechen. Das ist inzwischen nicht mehr so attraktiv, weil unser Wohlstand auseinandergedriftet hat und weil es unten nicht überall so attraktiv aussieht. Und was haben wir falsch gemacht? Es ist uns nicht gelungen, dieses Wohlstandsversprechen auch an die Nachbarschaft, die nähere und weitere, so zu transportieren, dass das attraktiv ist und erstrebenswert scheint. Als wir in Kosovo gearbeitet haben, war die zentrale Frage, wo alle Kosovaren alles ertragen haben, auch auf 20 Jahre, die Beitrittsperspektive zu Europa. Und das war das Wohlstands- und Freiheitsversprechen. Das Freiheitsversprechen ist so stark, dass es Hunderttausende nach wie vor anzieht. Wir wollen nicht hier diskutieren, ob es das Wohlstandsversprechen war, das alle anzieht oder so viele. Oder das Freiheitsversprechen. Nach außen ist das ungeheuer stark, aber unser Selbstbewusstsein ist eigentlich daran zusammengebrochen, dass wir es nicht fertiggebracht haben, das Wohlstands- und Freiheitsversprechen auch nach innen attraktiv zu machen und auch dafür einzutreten. Und da fehlt das fehlende Selbstbewusstsein. Einen Punkt noch zur deutschen Politik. Wir haben doch über Generationen nach Brüssel die Gurken geschickt und nicht die Lieder. Da gibt es Ausnahmen. Aber könnte sich einer vorstellen, dass die Bundeskanzlerin europäische Präsidentin würde? Könnte sich das einer vorstellen? Nein, würde doch nicht dran denken. Da schicken wir Stoiber und solche Leute. Ich würde darauf einen wetten wollen, aber das ist vielleicht nicht der Ort, das zu tun an der Stelle. Ich glaube aber, der Hinweis ist ja sehr richtig auf die Institution, über die ich noch mal kurz sprechen möchte. Raja Mohan hat gesagt, und ich fand, das war eine Provokation in europäischen Ohren, the time, ich versuche es mal zusammengefasst in meinen Worten, the time of norms, the dream is over. You tried the normative project, forget about it. Go realism, go full on realism. Tun wir uns einfach immer noch schwer damit, Herr Ischinger, als Europäer zu vermitteln, dass wir eben genau mit diesem Institutionenvorhaben und mit diesem Vorhaben über Ordnung
zu gehen, ja gleichermaßen Realismus und Machtprojektion schaffen, weil wir irgendwie das nicht mal unseren Eigenleuten vermitteln können, dass das tatsächlich so ist. Denn die Beobachtung, ich arbeite nun zu Institutionenfragen, die ich habe, ist eher eben genau umgekehrt, dass in dem Augenblick für uns das wegbricht, was uns an Institutionen, an Normen im EU-Kontext zusammenhält, uns zwingt, an einem Tisch zu sitzen, uns zwingt, miteinander zu reden, auch anders miteinander zu reden. Wenn uns das wegbricht, dann sind wir noch viel weniger in der Lage, uns irgendwie zu verhalten zu dem, was um uns herum passiert. Also ich will noch einmal eine Lanze brechen für das europäische Projekt. Ich bin nicht der Meinung, dass man sagen kann, das Ende naht. Ich habe ja vorhin vor der Pause versucht, den Punkt zu machen, dass man in der Tat der Führung der Europäischen Union, unseren Staats- und Regierungschefs und den führenden handelnden Personen den Vorwurf einer gewissen Mutlosigkeit, einer mangelnden Innovationskraft vielleicht nicht ersparen kann. Aber das europäische Projekt, glaube ich, hat schon manche Krise überstanden. Ich erinnere mich daran, wie vor ein paar Jahren an der Wall Street bereits die Nachrufe auf die Eurozone geschrieben waren. Die ist dann doch nicht zusammengebrochen. Und ich glaube, dass es zwei ganz interessante Phänomene gibt. Zum einen ist, und Sie haben es ja gerade auch gesagt, Herr Königs, die Attraktionskraft, die Anziehungskraft der europäischen Idee ist bei weiten Teilen unserer Nachbarschaft nach wie vor groß, obwohl innerhalb der Europäischen Union die Zustimmung, die Euphorie einem allgemeinen Frust zum Opfer gefallen ist. Das ist vollkommen richtig. Also ich glaube, draußen hält man die Europäische Union immer noch für den Hort von Freiheit und vielleicht auch Prosperität, selbst wenn wir das im Augenblick so selbst gar nicht darstellen können. Ich glaube also, ein selbstbewusstes Auftreten steht uns gut zu Gesicht. Und der Versuch, diese Europäische Union mit den Institutionen, die wir geschaffen haben, weiterzuentwickeln, das halte ich für die nach wie vor die absolut richtige Antwort auf die Fragen, die uns beschäftigen. Ich glaube, die populistischen Versuche, die jetzt auch bei uns hierzulande stattfinden, das ist ein historischer Holzweg. Der Weg zurück in den Nationalstaat des 19. Jahrhunderts, der kann schon deswegen nicht gelingen, weil anders als so mancher Lord im britischen Oberhaus denken mag, es einfach nicht so ist, dass man in Westminster über die Prosperität Großbritanniens und über seine innere und äußere Sicherheit alleine und abschließend entscheiden kann. Auch die klugen Briten wissen, dass über die Entwicklung des Klimas und über die Entwicklung der Weltwirtschaft, selbst wenn London als City da eine wichtige Mitspracherolle hat, das wird nicht mehr in London entschieden. Und deswegen glaube ich, ist unser Weg der Weg in Neu-Delhi aufzutreten, als jemand, der sagen kann, ich vertrete eine halbe Milliarde Menschen und ich vertrete nicht nur die 45 Millionen Briten oder die 80 Millionen Deutsche. Also ich glaube, das europäische Projekt verdient, vorangetrieben zu werden und verdient Zuversicht. Und die frühzeitigen Todesurteile oder Ankündigungen des Endes, die halte ich alle für übertrieben. Frau Stent, es ist ganz viel gesagt worden, wo Sie bestimmt Stellung nehmen wollen. Das sollen Sie auch tun. Ich möchte eine Frage sozusagen noch Huckepack geben in Ihre Richtung. Einen Driver, den Sie ja eingangs auch beschrieben haben, für eine sich verändernde europäische Rolle ist, wenn die Vereinigten Staaten sich verändern und sich zurückziehen und sagen, ihr müsst jetzt diese Dinge
selber tun und wahrscheinlich in der Versuchung sind zu sagen, können wir uns zurückziehen? Ist dieses Europa tatsächlich stark genug oder ist es inzwischen so fragmentiert, dass es für uns wieder ein größeres Sicherheitsrisiko wird? Ist sozusagen die europäische Frage vielleicht zurück in Washington? Und was hieße das, wenn wir als Europäerinnen und Europäer es mit einem Washington zu tun haben, was unter einem möglichen Donald Trump sagt? Es wird eine radikalere Veränderung hier geben. Wird das dann im Grunde auch radikal befördern, dass Europäer verstehen, es geht jetzt nicht mehr darum, dass wir uns über diese Dinge erstmal verständigen und versuchen, zu einer Einigung zu kommen, sondern wir müssen jetzt was tun? Thank you. So I wanted to say two words about Ukraine and then I'll answer your question. So I'd just like to reinforce what you said, Wolfgang. I mean, tens of thousands of people went out on the Maidan and some of them were killed because they wanted a European and EU perspective. Even if they don't fully understand what it means to them, it means, you know, proper institutions of governance, due process, treating people equally, you know, dealing with corruption, all those things. It means, so the idea is very important. Wealth, yeah, wealth too. And therefore I agree, and I just wanted to associate myself with what you said. Whatever settlement you could think about over Ukraine, I think, and I know this is not popular in Brussels, I think Ukraine does eventually need to be offered an EU perspective. Yeah. It can be a very long-term perspective, but as a means of focusing them, disciplining them, maybe if they really want to, you know, reform their society, their economy, they need that kind of perspective. Okay, now what was, no, so I'll begin by telling you a story. I was working in the State Department when the EU announced, first of all, that it was going to have a European Common Foreign and Defense Policy, right? And so some of my higher-ups, I'm not going to mention names, said, this is terrible, you know, we don't want the European to do this, what does this mean? And so I was on policy planning, so I wrote with my boss a memo saying, you should be happy. If Europe wants to take more responsibility for its own security, if it wants to have a common foreign and security policy, that's great. So, you know, in the US, there's always been this kind of, or at least in official circles, this kind of ambivalence towards it. So I think, you know, as I said, I think probably if Hillary Clinton is president, you're not really going to see a withdrawal of the US from Europe, but you may see a rethinking of some of these economic issues. Well, the TTIP anyway isn't going to happen in the Obama administration, and it may not happen because there's a lot of opposition in Germany. You know, if it were Trump, then it could be very different. So I think one answer to the question of how would a Europe do with a more isolationist United States, maybe it would force Europe to rethink some of these issues. In the absence of an American presence there, logically, right? I think that's, you know, that might happen. And the only other thing I want to say about Donald Trump is, you know, so far we have institutions in the United States. We have separations of power. They've worked for over 200 years. We have a Congress, we have a Supreme Court. And therefore, it's very hard for someone to become, you know, an authoritarian dictatorial leader in the US because there are lots of checks and balances. Now, you know, people make movies about horror scenarios where this happens. So one would hope that whatever structures we have in place would moderate or mitigate even what someone in the White House wanted to do that was, you know, breaking with tradition. And my final point is, I really want to associate myself with these two gentlemen. I think that to say you're either a realist or an idealist, it's really a false dichotomy. First of all, if you're a realist, you talk about interests. How do you define your interests? Those are also based on your values. I mean, it's not just something that exists, you know, out there in space. And therefore, I like the idea of an idealistic realist or normative realpolitik, because I just think that's a false dichotomy. Mm-hmm. Thanks. Ralf Füchs, wir haben einen kurzen Zwischenruf von Wolfgang Ischinger hier zu Angela Stand und dann gehen wir zu Ihnen und dann habe ich noch eine Frage für Tom Königs, bevor wir dann zu Ihnen kommen. Also überlegen Sie sich schon mal, was Ihre Beiträge sind, dann geht es auch gleich los. Also ich wollte nur diesen Punkt unterstützen oder verstärken, den Angela gemacht hat. Es ist eine veritable Revolution in den transatlantischen Beziehungen, dass nach Jahrzehnten, in denen nicht nur im State Department, sondern auch in anderen Amtsstuben in Washington alles, was an
was nach gemeinsamer Außen-, Sicherheits- oder europäischer Verteidigungspolitik roch, als gegen amerikanische Interessen gerichtet interpretiert wurde. Das hat sich massivst geändert. Ich zitiere nochmal die kürzliche Rede des amerikanischen Präsidenten in Hannover. Ein Plädoyer für ein starkes Europa, gar nicht das erste, aber ein besonders ausdrückliches. Und das ist eine enorme Verbesserung für eine künftige enge Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Probleme. Ich will nur einen Punkt hinzufügen. Das Interessante an der gegenwärtigen transatlantischen Lage ist ja, dass wir an der Oberfläche betrachtet zum ersten Mal seit Jahrzehnten in einer Lage sind, in der wir eigentlich kein wirkliches, wenn man mal TTIP weglässt, aber auch über TTIP wird ja nicht zwischen den Regierungen gestritten. Wir verhandeln fröhlich, die Probleme kommen von der Bevölkerung auf beiden Seiten oder von den Interessengruppen. Wir haben in den transatlantischen Beziehungen zurzeit keinen richtig strategischen Streitpunkt. Den gibt es zurzeit nicht wirklich. Allerdings, und jetzt, also das ist eine Good News, jetzt kommt die Bad News. The Bad News ist, dass unter dieser schönen Oberfläche, wo man sozusagen sagen kann, still ruht der See, ist alles gut, wir sind uns einig in Sachen Ukraine, Syrien, wir wissen ungefähr, wie wir das voranbringen wollen und so weiter. Unter der Oberfläche ist der Anti-Amerikanismus hierzulande und in anderen europäischen Staaten stärker denn je, nach meinem Eindruck. Das manifestiert sich ja vielfältig, aber insbesondere auch bei den TTIP-Themen und so weiter. Das heißt, wir sollten uns nicht täuschen lassen durch eine Betrachtung, die sich nur mit der Oberfläche beschäftigt. Unterschwellig gibt es da riesige Probleme. Und deswegen hätte ich eben große Angst, ich habe es ja vorhin schon gesagt, vor einer Trump-Presidency, weil die könnte aus meiner Sicht bei uns zu eruptiven Folgen führen, zu negativen Folgen erheblicher Art für das transatlantische Verhältnis und natürlich in Washington auch. Das ist ja richtig paradox. Ja, ich teile sagen Ihre Analyse, Herr Ischinger, aber zu sagen, Trump wird den Anti-Amerikanismus in Europa noch füttern, das ist irgendwie was Paradoxes, weil der hat ja inhaltlich oder in der Sache ganz viel gemeinsam mit diesen antiwestlichen Strömungen und Kräften in Europa selbst. Also Trump ist ja im Grunde selbst die Gegenthese zum amerikanischen Traum. Ja, mit also dieser ständige latente Rassismus und diese Idee, wir schließen unsere Grenzen und die Immigranten müssen raus und ja, die Verachtung der sagen, Gewaltenteilung, der demokratischen Institution. Also, ja, das korrespondiert ja ganz stark mit dem, was wir gegenwärtig in Europa erleben. Im Grunde ist das ein Kulturkampf, der sowohl hier wie dort stattfindet. Das ist, ich würde sagen, es ist eine Krise des Westens. Wir haben einen richtigen Kulturkampf inzwischen im Westen, ob wir weiter an den Ideen der liberalen Demokratie festhalten, zu denen auch Öffnung in die Welt gehört, oder ob wir zurückgehen zu irgendwas, was antiliberal ist. Ja, und der Begriff der antiliberalen Demokratie, der ist ja inzwischen direkt hoffähig geworden. Der wird sagen, vertreten sogar von Regierungen innerhalb oder von Ministerpräsidenten, Regierungschefs innerhalb der Europäischen Union. Antiliberale Demokratie, ich würde auch Trump in diese Kategorie, ich würde noch nicht sagen, wie Kagan, das ist sozusagen der Schritt in den Faschismus, aber es ist antiliberale Demokratie. Und deshalb kann sich Trump ja auch vorstellen, dass er mit Putin irgend so einen Kumpel seinen Deal sagen, machen würde, weil da gibt es weltanschaulich gar nicht so riesige sagen, Differenzen. Das heißt, wir haben es sowohl mit einer Herausforderung von außen zu tun, durch zunehmend selbstbewusst auftretende autoritäre Mächte, die ja gar kein schlechtes Gewissen mehr dafür haben, dass sie sozusagen nicht demokratisch sind.
Also gilt sowohl für China, das gilt aber auch für Russland inzwischen. Sondern sie treten ganz selbstbewusst auf mit ihrem autoritären sagen Modell als Alternative, als Gegenprojekt zum Westen. Aber wir haben die gleiche Auseinandersetzung inzwischen in unseren eigenen Gesellschaften. Und die müssen wir als allererstes gewinnen. Und da müssen wir viel offensiver werden und mal, ich würde sagen, mal richtig aufwachen. Das ist nicht nur ein Problem der AfD, ja, dass wir mitten in der Auseinandersetzung stehen, um unsere eigenen Grundwerte und unsere eigene Demokratie, sagen Vorstellungen. Und wenn wir die nicht gewinnen, dann kriegen wir natürlich außenpolitisch auch nicht, kommen wir nicht in die, in, sagen die Hufe, oder kommen wir nicht in die Puschen. Genau, vielen Dank. Ja, das, und deshalb müssen wir, und wir müssen diese Auseinandersetzung, wofür steht der Westen, was ist diese Idee der liberalen Demokratie heute? Und Tom hat natürlich recht, das ist jetzt nicht nur eine Frage von Ideen, sondern es ist auch eine Frage, was ist unsere tatsächliche Leistung? Also etwa im Hinblick auf soziale Teilhabe, auf Chancengerechtigkeit. Da waren wir nicht besonders gut. Oder auf Ordnung der Finanzmärkte. Ja, ich meine, das ganze globale Desaster, mit dem wir es zu tun haben, das hat viel zu tun mit der Finanzkrise von 2008 und 2009. Und das Herz der Finanzkrise war in New York und in Europa. So, also wir müssen auch besser werden, wieder in den Ergebnissen unserer Politik, sowohl was sagen, ein integratives wirtschaftliches Modell angeht und eine, nicht nur reden über Chancengleichheit, sondern dass die Leute wirklich das Gefühl haben, dass sie sagen, dabei sind und nicht abgehängt werden, wenn es um Globalisierung und technische Innovation geht. Und sonst verlieren wir auch die Auseinandersetzung an der sagen, demokratischen Front. Da gibt es einen engen Zusammenhang zwischen unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung und dieser Demokratieauseinandersetzung. Das gibt uns aber auch die Möglichkeit, in dieser Auseinandersetzung eine liberale, demokratische und soziale bürgerliche Mitte zu definieren und dann auch zu einem politischen Projekt mal zu machen. Wenn wir ich würde gerne, was können wir besser machen? Ich glaube, wir haben einige Beispiele, was wir besser gemacht haben in der Vergangenheit. Vorne sitzt meine Kollegin Elie Guerin-Mahier, die viel mehr weiß über die Rolle der EU in den Iran-Verhandlungen als ich. Aber da haben wir Beispiele, in denen es die Europäische Union ja offensichtlich schafft, klug, das, was sie mitbringt an einem Markt, der für sich spricht, das, was sie mitbringt an Möglichkeiten, auch sozusagen diesen Markt dem Zugriff zu entziehen, also die Sanktionspolitik als einen sehr, sehr starken als einen starken Stick zu verwenden. Andererseits zu sagen, wir haben auch starke Mitgliedstaaten, die können auch diesen Hard Talk machen, den vielleicht einige besser verstehen als das, was wir institutionell versuchen. Also eigentlich hätte ich gerne, ich bin in der Klemme, noch mehr Zeit über das zu reden, was gut funktioniert, aber vielleicht können Sie mir da helfen, wenn Sie noch weitere Beispiele haben im Publikum. Ich würde eine Frage gerne an Tom Königs noch kurz stellen, und zwar viele, und das ist eine Riesendebatte gerade auch in Ihrer Fraktion, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union reagieren auf diese Drucksituation. Wir haben Deutschland erlebt, das reagiert auf eine Drucksituation, wo Menschen in unser Land kommen, zu Hunderttausenden, die dazu führen, dass die Verbindung zwischen dem, was in der Welt passiert und dem, was wir in Deutschland erleben, so klar ist wie noch nie. Das hat die Bundesregierung enorm unter Druck gesetzt, die Kanzlerin unter Druck gesetzt. Jetzt hat man versucht, irgendwie einen Ausweg zu finden, die Zahlen runterzubringen und hat am Ende, weil man es europäisch gemeinsam nicht geschafft hat, ein Abkommen mit der Türkei verhandelt, vor allen Dingen ein deutsches Interesse. Die Bundesregierung ist auch dabei, sich natürlich die Frage anzuschauen, wie können wir mit anderen Ländern in unserer Nachbarschaft Europas, also Stichwort Nordafrika, sichere Herkunftsländer und so weiter, eine Politik machen, die in meiner Beobachtung eher eine ist, die, sagen wir mal, in einen Realismus abdriftet, für den Deutschland Kritik erfährt, der vielleicht nicht die richtige Balance ist. Wie stellt sich das hier in unserer europäischen Debatte dar? Ist eigentlich da Deutschland sozusagen auf dem falschen Pfade unterwegs und setzt Rahmen und Standards für andere in einer Not, die man verstehen kann? Oder was haben Sie da beobachtet? Das ist natürlich aus der Not geboren.
und ist eine Quittung dafür, dass man gerade der Türkei gegenüber eine ambivalente Nachbarschaftspolitik gemacht hat, die die Türken natürlich nicht nur nicht verstehen, sondern auch ablehnen. Und gerade diese Kanzlerin hat ja immer gesagt, dass sie niemals den Beitritt, die Beitrittsperspektive der Türkei geben würde. Jetzt haben die Türkei die Gelegenheit genutzt und haben sich diese Beitrittsperspektive erzwungen, zumindest gegenüber Deutschland, gegenüber Frankreich nicht. Und ich glaube, die Ablehnung der Flüchtlingsaufnahme hat unter anderem auch da zu tun. Jetzt muss man aus der Not geboren eine Nachbarschaftspolitik machen, die dieses Versprechen von Freiheit oder wenigstens Rechtsstaatlichkeit und Wohlstand auch auf die Länder ausdehnt, wo es viele Flüchtlinge gibt. Wenn man auf die Türkei schimpft, was ich gerne mache als Menschenrechtsverteidiger, muss man gleich und vor allem auf den Präsidenten, muss man aber immer sagen, das ist der Staat, der im Augenblick die meisten Flüchtlinge auf dieser Welt aufnimmt. Und gar nicht mal in so schlechten Verhältnissen. Sie leben nicht alle so wie in der Erstaufnahme in Wetzlar. Da muss man fair sein. Auf der anderen Seite, der Türkei durch diesen Deal aus der Not heraus den Anschein zu geben, als seien die auf dem Pfad der Tugend und Demokratie, ist natürlich fatal. Genauso fatal ist es, Algerien einen Persilschein zu geben als sicheres Herkunftsland, obwohl von da ja gar niemand hierher kommt und schon mal gar nicht zum Asyl angegeben. Das sind symbolische Verbeugungen, die man meines Erachtens nicht machen muss. Einen realistischen Vertrag mit der Türkei über den Umgang mit den Flüchtlingen, die durch die Türkei in die europäische Gemeinschaft kommen, zu machen, halte ich für richtig. Wenn man gleichzeitig die Menschenrechtssituation in der Türkei, der Umgang der Regierung mit den Türken selbst im Blick hat und im Blick behält. Denn auch das, wenn wir das nicht vernünftig bearbeiten, wird einen Strom von Flüchtlingen produzieren, die dann nun explizit aus der Türkei, aus dem türkischen Gebiet kommen. Wie viele Kurden gibt es? Also 10 Millionen, glaube ich. 14. Da ist Potenzial. Deshalb glaube ich, man muss sehr genau darauf achten, wie dieses Abkommen umgesetzt wird, wo die Menschenrechtsverteidiger da bleiben und wo die Perspektive für die Türkei ist. Das müssen wir, glaube ich, zusammenkriegen. Und ich fände es natürlich schön, wenn das nicht eine Causa Germanica, sondern eine europäische Angelegenheit würde. Darauf muss man dann auch achten. So, vielen Dank. Jetzt haben wir ein Mikrofon in der Mitte des Saales und ich darf Sie einfach bitten, heben Sie die Hand. Ich versuche zu sammeln. Ich nehme schon hier vorne die erste Wortmeldung, wenn Sie so nett sind, und dann gehen wir weiter hier in die Mitte. Sagen Sie ganz kurz Ihren Namen und wenn Sie eine Frage speziell an eine Person haben oder einen Kommentar, sagen Sie das, wir sammeln mal ein bisschen, dann kann man das am Ende etwas einfacher sortieren. Bitte schön, Sie haben das Wort. Andreas Umland, Institute for Euro-Atlantic Cooperation in Kiew. My question goes to Angela. I think it has to be mentioned, the and I know you wrote a paper about this, the future of the Russian-Chinese relationship is, I think, going to be crucial for the whole conflict we are in. We had an article here in Berlin in the newspaper Die Welt about a year ago from Fyodor Lukyanov, which was called the Russians and Chinese marching together, and he had this sort of idea of an alliance between, and Trenin has this idea of Greater Asia. And now we've heard from Dr. Mohan this idea that Russia could perhaps join sort of balancing of the West and India and Japan against China, as a sort of alternative. Where, I mean, what would be your sort of prediction, what will happen to this relationship. Vielen Dank, Herr Umland. Wir haben hier vorne Herrn Wittmann und dann die Damen bitte davor, nach vorne, genau. Wir reichen das Klaus Wittmann vom Aspen-Institut. Herr Füchs, was Sie über die autoritären Mächte gesagt haben, das wurde letztes Jahr an dieser Stelle in der Tagung von einem Redner sehr gut zusammengefasst in der Formel Democracy Containment. Und ich bin überzeugt, Putins Hauptmotiv ist folgendes. Demokratischer Erfolg in der Ukraine wäre für sein eigenes Machtsystem die größte Bedrohung. Deshalb muss er es kaputt machen. Und das bringt mich zu einer Anmerkung, die ich zu Russland machen wollte, wo ich Angela Stent in allem zustimme, wo aber
das, was Dr. Mohan gesagt hat über Russland nach dem Kalten Krieg, bei mir auch eine Seite angeschlagen hat, eine Seite mit AI. Ich habe schon öfter den ganz simplen Gedankengang vertreten und konnte kürzlich auch an der MGIMO-Universität mal darüber vortragen in Moskau. So wie die marode Sowjetunion braucht auch Putins Russland neues Denken in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wir, der Westen, besonders die NATO, sollten das erleichtern durch selbstkritische Anerkennung unseres Anteils an der Verantwortung für die Verschlechterung des Verhältnisses über die letzten fast 20 Jahre. Sofort hinzugefügt, all das ist natürlich keine Rechtfertigung für militärische Aggression. Vorne an bei meiner Selbstkritik steht Folgendes. Wir haben das ernsthafte Gespräch über Russlands Platz in der europäischen Sicherheitsordnung verabsäumt. Und Medvedevs Vorschlag hier in Berlin inhaltlich abzulehnen, wäre aber trotzdem ein guter Anlass gewesen, den man hätte ergreifen müssen für ein systematisches Gespräch, strukturiert, geduldig und mit langem Atem. Und wenn ich sage abzulehnen, dann ist eben das, was Wolfgang Ischinger gefordert hat, gefragt, nämlich Gestaltungswille und die Erinnerung daran, dass auch die Schlussakte von Helsinki mit ihren segensreichen Wirkungen für die europäische Geschichte zunächst auf sowjetische Vorschläge zurückgehen. Letzter Satz. Es ist richtig, was immer wieder gesagt wird. Sicherheit in Europa lässt sich langfristig nur mit, nicht gegen Russland organisieren. Aber leider hat die russische Führung es zustande gebracht, dass zunächst einmal Sicherheit vor Russland für viele wieder im Vordergrund steht. Und deshalb meine Frage, was sagen Sie zu diesem Gedanken? Ideen entwickeln, bereithalten und anbieten und sei es erst für die Zeit, wo nach Angela Stent, hopefully Russia will want to rejoin this world. Vielen Dank, Herr Wittmann. Wenn Sie das Mikrofon an Ihre Sitznachbarin gleich weitergeben, prima. Und dann habe ich, denn Sie habe ich und erstmal den Herrn in der Mitte mit der Brille und dann im Gang. Bitte schön. Von Maibohm, Institut für Führungskunst in Berlin. Ich halte die Frage für so wichtig und möchte aber trotzdem einen etwas anderen Aspekt einbringen. Ich habe den Eindruck, dass hier zwei unterschiedliche Positionen auf dem Podium sind, nämlich einerseits, wir diskutieren die Sicherheits- und Außenpolitik und andererseits, wir diskutieren Sicherheits- und Außenpolitik und müssen betrachten, dass die Wirtschafts- und Sozialpolitik ein wesentliches Element ist, um Sicherheits- und Außenpolitik angemessen einschätzen zu können. Und ich würde gerne das, was Sie, Herr Ischinger, gesagt haben, aufgreifen. Europa hat sozusagen die Möglichkeit, eine Initiativspritze oder eine dynamische Impuls zu geben in der Diskussion. Und ich frage mich, inwieweit die europäische Spar- und Austeritätspolitik nicht genau die Basis dafür im Grunde genommen im Ansatz zerstört hat. Und das gilt auch für die Position Deutschlands innerhalb Europas. Wie viel Legitimität hat die Kanzlerin und der Finanzminister noch, nachdem sie in verschiedenen europäischen Ländern zu erheblichen sozialen Verwerfungen beigetragen haben mit ihrer Politik? Also da sehe ich einfach, wie weit können wir die Außen- und Sicherheitspolitik abkoppeln von der Diskussion um die Sozial- und Wirtschaftspolitik? Vielen Dank. Das Mikrofon geht zu dem Herrn in der Mitte mit der Brille, der jetzt aufsteht. Und dann der Herr hinter Ihnen hat sich schon ganz am Anfang gemeldet und dann kommen Sie auch gleich dran. Guten Abend, Renke Decker, mein Name, Promotionsstudent an der Uni Oldenburg und ehemaliger Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung. Tom, erstmal danke dafür, dass du erinnert hast an das Versprechen der Prosperität und der Freiheit und auch an Sie, Herr Ischinger. Das finde ich ganz wichtig, dass man das hochhält, aber interessant fand ich, dass in dieser Runde vergessen wurde, nochmal zu betonen, warum die EU überhaupt gegründet wurde und was eigentlich ihr größter Erfolg ist, nämlich dass es Frieden gibt in Europa. Und das brauche ich niemandem zu sagen, aber das wäre vor 100 Jahren undenkbar gewesen. Und ist das nicht ein guter Selling Point, um es mehr in der Außenpolitik zu betonen, als gutes Beispiel? Hey Leute, wir haben unsere gemeinsamen Werte und durch unsere Kooperation statt Konfrontation, wie wir es jahrhundertelang vorher gemacht haben, haben wir einfach auf Basis dieses Friedens dann den Wohlstand erreicht. Und dann frage ich mich, warum erinnern wir uns hier in dieser Runde nicht daran und warum machen wir das nicht noch mehr zu Maxime europäischer Außenpolitik. Vielen Dank, Herr Decker. Wenn Sie einverstanden sind, sammle ich noch ein, zwei weitere. Der Herr vorne, jetzt ist das mit. So, und Sie sind dann als letztes in dieser Runde dran, der Herr hinten. Genau, so machen wir das.
Dann haben wir noch mehr Stimmen aus dem Saal, bitte. Andreas Buntrock aus Berlin. Ich bemühe mich seit 2006 mit nur teilweisem Erfolg um eine Verwaltungsverfahrens- und Transparenzreform, die sicher nicht das alleinige, aber ein Mittel zur Lösung von Konflikten sein könnte. Die Eckpunkte sind eine antragsunabhängige Begründungspflicht in Verwaltungs- und Gerichtsentscheidungen anhand der Rechtsquellen in Gesetz- und Verordnungsblättern, eine Pflicht zur detaillierten Veröffentlichung von Organigrammen, um Zuständigkeitsschiebungen entgegenzuwirken, eine Pflicht zur antragsunabhängigen Empfangsbestätigungspflicht für eingereichte Unterlagen und im politischen Prozess für Abgeordnete, Presse, Exekutive und Parteimitglieder zumindest in schriftlichen Darlegungen eine datenschutzgerechte Quellentransparenzpflicht, auch Rechtsquellentransparenzpflicht. Ja, und ich hätte gern Ihre Position dazu gewusst und im Besonderen von Herrn Professor Ischinger, ob er sich vorstellen könnte, diesem Anliegen einen Schub zu geben durch eine Thematisierung auf der Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik. Ich weiß nicht, ob ich kurz noch einen zweiten Gedanken... Vielleicht, es wäre ganz gut, mir ist noch nicht ganz klar, wie der Bezug zur Debatte heute Abend ist. Also wenn der zweite Punkt mit Außen- und Sicherheitspolitik näher zu tun hat, gibt es die Möglichkeit, ganz, ganz kurz das noch zu machen. Ja. Aber bitte sehr, sehr kurz. Ist so? Ja, ich finde es richtig, dass Mehrheitsentscheidungen in außen- und sicherheitspolitischen Fragen am Thema Israel scheitern. Es gibt viele Regierungen, die eine militärische Intervention in den israelisch-palästinensischen Konflikt befürworten. Und wenn die westlichen Regierungen für sich reklamieren, christliche Politik zu machen, dann müssten sie eigentlich auch wissen, dass dieses zu einer Verdammnis Gottes der Völker führen wird, die über Israel herfallen, zur Wiederkehr Christi und damit wahrscheinlich auch oder möglicherweise zum Dritten Weltkrieg. Okay, so, dann hatten wir noch Platz für diese Intervention und jetzt geht das Mikrofon nach vorne. Ja, mein Name ist Frank Wende. Ich habe eine Frage und zwar möchte ich gerne wissen, ob der Schachzug von der sehr geehrten Frau Merkel richtig war, wegen der Flüchtlingsfrage mit dem Herrn Erdogan zu sprechen, ob es nicht auch besser wäre, mit Herrn Putin direkt zu sprechen, denn der hat doch die Beziehung zu Herrn Assad, das würde ich für besser halten. Oder hätte ich für besser gehalten? Das wäre doch ein besserer Schachzug vielleicht gewesen. Eine Frage Ihrerseits. So, jetzt schaue ich hier aufs Podium. Wir haben jetzt wirklich eine ganze Menge schon an Einschätzungen und an Fragen gesammelt. Und ich glaube, dann beginnen wir vielleicht, Angela. Andreas Umland hat direkt die Frage ja an Sie formuliert, das Stichwort China, Russland. Und dann arbeiten wir uns vor. Sie greifen einfach das auf, was Sie noch interessant und inspirierend fanden und dann machen wir hier weiter mit Herrn Ischinger, Herr Füchs und Tom Königs, bitte. Thank you. So I'll answer Andreas first. So yeah, if you listen to many of the Russian commentators, if you listen to Russian officials, yes, this is the new future for Russia. Russia-China relationship, you know, Russia doesn't need the West, you know, they're going to redo the global order. Then you look at the facts. So obviously, it's been useful for Russia to have this relationship with China since the Ukraine crisis. The Chinese, whatever they may say privately, you know, haven't criticized Russia. They've criticized the sanctions, although, by the way, the Chinese major banks are all complying with the sanctions because their economic interests, their financial interests with Europe and the US are much bigger than their economic relationship with Russia. But, you know, as I said, for Russia and China, the leaders see eye to eye on all the questions of political opposition and freedom of expression and fed up with the West not treating them properly. But the reality is that China has the cards in all of this. I mean, China is getting cheap energy from Russia and it held out a long time to even sign the deal, and this deal hasn't been implemented, this Power of Siberia, $400 billion. Nothing's happened because the oil prices have fallen.
It's getting sophisticated military technology from Russia, weapons. So it's doing quite well. Its border, you know, Russia and China are now have a peaceful border. 1969, they were shooting at each other. So that's, you know, good. So what Russia has gotten from this is, yes, it has a great power, China, backing it, where it's, you know, having problems with the West. It has not, they've been very disappointed by what they have gotten economically from the relationship with China. Actually, Chinese-Russian trade has fallen. Just to give you a statistic, Russian-Chinese trade was $60 billion last year, Chinese-American trade $600 billion. So it's just, you know, different orders of magnitude. So from the Russian point of view, the hope is there that something will happen. And meanwhile, the Russians are beginning to understand that the division of labor in Central Asia, which they always thought would last, that is that Russia provides this, is the security provider for Central Asia, and China is the major economic power there, that's already breaking down. This Chinese One Belt, One Road project, I mean, it's very ambitious, it'll take a long time, but it clearly has important security dimensions. If you build pipelines and roads and railways and everything, you know, that's security as well. So, and that's going ahead, whereas the Eurasian Economic Union isn't really. So I think in the longer run, I think the Russians are going to be very disappointed by this. 2 weeks ago, I attended a conference in Moscow on Russian-Chinese relations, and on the political level, everyone said very complimentary things, and everyone blamed the United States for all the problems in the world. But then when you listen to the people who are involved in the economic aspects, both the Russians and the Chinese were accusing each other of bad faith. So I don't get too excited about that. Now, the point about Russia balancing with China, there have been a number of particularly Japanese diplomats who've been in Washington in the past year trying to make the case that, you know, we who write about this, et cetera, should try and persuade the White House to encourage a Japanese-Russian rapprochement. And the Japanese said, you know, if we had a rapprochement, if we can settle the issue with the disputed islands, then Russia will distance itself from China. I think that that's illusionary. I don't think that Russia sees itself as a balancer. I think it's trying now, you know, to have this strong relationship with China, sort of trying its own pivot to Asia. But I think that's, I don't see that in the future. Klaus Wittmann, okay. So you've asked the question, the famous question Russians always ask, kto vinovat, you know, who's guilty. You know, you can go back to, you know, when the 2+4 agreements were signed. Despite what you read in a number of places, we know that no promises were made to Gorbachev that NATO wouldn't expand. It wasn't on the horizon then, it wasn't an issue. Now Mr. Gorbachev may say that that's what he understands happened, but the evidence just does not show it. So what to do? And you also know very well that the German Defense Ministry particularly was crucial in the early 90s in supporting and encouraging, including Poland in NATO because of Germany's, you know, complicated relationship with Poland. So, and then, you know, later on, Bill Clinton was persuaded to do it too. So what should we have done? Should we have told these countries that used to be in the Warsaw Pact that they had to remain in a gray zone? You know, and the other thing that was behind NATO enlargement was something, because EU enlargement took longer, was the concern about all these nativist, irredentist movements in Romania, in Hungary, in all of these countries. You know, people were finally coming to terms with what happened in the interwar period, that one of the ways maybe to get these countries to accept, you know, borders that they'd lost, ethnic groups that lived there, was to force them to sign these agreements, as we did with, you know, Hungary and Romania, for instance, as a prerequisite for Hungary joining NATO. But the problem was, and it comes back to the problem that you raised, is what do you then do about Russia? Where is its place? You know, people, you know, in the US and some people in Europe will certainly argue, we did offer Russia, first of all, the NATO, the Permanent Joint Council, which was signed before
Poland and Hungary and the Czech Republic joined. And then later on, we had the NATO-Russia Council, but Russia has always been extremely ambivalent about that. You know, maybe we should have been more serious about offering, giving Russia a longer-term NATO perspective, possibly. And we know that Putin discussed that a couple of times in the very early period. So, you know, maybe some mistakes were made. But if we come to the present day, you have a system of government in Russia which is highly personalized. You have one man who makes many of the decisions with a few other people around him. You don't have the institutions that you even had in the Soviet Union. And so if you talk about sitting down and thinking about some new deal, who are you going to talk to? I mean, certainly American diplomats will tell you, and Europeans, there are very few, you know, dialogue partners, Gesprächspartner, that they have in Russia just because of the way that the system is organized. And as for the Medvedev plan, I mean, the problem with that was it would have removed a lot of NATO's autonomy, if you read all of that carefully. Now maybe, and I mean, there was a Corfu dialogue in the OSCE, maybe it should have been done more systematically. But on the other hand, if you talk to some Russians who were involved in it, they'll say, this was a last minute thing, this proposal. And the Russians themselves didn't really have a very clear idea about what they wanted. They know what they don't want, but they don't know what they want. So you know, maybe you could do something, but you would have to have a sense that you had partners there, you know, who were committed to doing this. Ja, richtig. Angela, vielen Dank. Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir bei dieser Frage noch einen Moment bleiben. Where's the place of Russia? Wolfgang Ischinger, ein Dauerbrenner in den letzten Jahren sicherlich, aber auch schon länger in der Münchner Sicherheitskonferenz. Ihre Einschätzung zu Klaus Wittmann an der Stelle. Ja, ich würde in der Tat gerne dazu auch noch ein paar Ergänzungen anbieten. Also der Gedanke der Selbstkritik ist ein richtiger Gedanke, Klaus. Und wir diskutieren nicht zum ersten Mal darüber. Ich kann vielleicht als Anekdote berichten, als ich im vergangenen Jahr diese, ich nenne das immer der PEP, the Panel of Eminent Persons zu führen hatte, da war das über viele Wochen hindurch so, dass wir, die westlichen Teilnehmer, unser Narrativ vortrugen und der russische Vertreter, manche von Ihnen kennen den, Sergei Karaganov, der hat eben stur, ich nenne das jetzt mal die Putin-Linie, vorgetragen, und das führte zu nichts Gutem. Wir konnten überhaupt keinen gemeinsamen Grund und Boden gewinnen. Bis zu dem Zeitpunkt, als plötzlich, ich vermute auch nach dem Genuss eines Glases Rotwein, einer meiner westlichen Kollegen, in diesem Fall handelte es sich um einen sogar konservativen britischen früheren Außenminister, Malcolm Rifkin, Sir Malcolm, als der dann ganz verzweifelt sagte, you know what, Sergei, yes, we also make mistakes. And maybe the way we handled Kosovo was not perfect. Maybe there were even some legal problems with this. I'll be the first to admit it. Das führte dazu, dass plötzlich der russische Kamerad sagte, ja gut, also wenn das so ist, dann gebe ich zu, dass wir auch schon mal was falsch gemacht haben. Und das hätten wir uns auch leichter machen können. Und die Diskussion öffnete sich immerhin ein bisschen in Richtung Konstruktivität. Ich würde aber gerne ganz ernsthaft zu dem Thema Selbstkritik oder kritische Review dessen, was passiert ist, Folgendes hinzufügen. Als wir die NATO Russland Grundakte, the NATO-Russia Founding Act, Mitte der 90er Jahre beschlossen haben, mal völlig unabhängig von dem, was anlässlich von 2+4 und so weiter besprochen oder nicht besprochen wurde. Der Inhalt der NATO-Russland Grundakte ist, dass Russland die NATO-Erweiterung akzeptierte. Denn wir haben bekanntlich, das wissen Sie alle, in genau diesem Papier auch präzis ausgeführt, dass die NATO bei Erweiterungsschritten
auf dauerhafte Stationierung wesentlicher Kampfverbände verzichten würde. Ergo kann kein Russe mir heute erzählen, dass Russland, selbst wenn es Vorbehalte gehabt haben sollte oder wenn es gedacht haben sollte, dass es da frühere Versprechungen gab, spätestens 1997 bei der Unterschriftsleistung, ich war dabei, ich habe das damals für die Bundesregierung verhandelt, war das erledigt. Russland hat der NATO-Erweiterung im Prinzip zugestimmt. Zwar nicht freudig, aber hat zugestimmt. So, das Problem liegt in Folgendem. Wir haben damals, das war ja zu Zeiten der Regierung Kohl-Kinkel, wir haben damals sehr sorgfältig die Frage geprüft, ob diese NATO-Erweiterungsschritte zu einer feindseligen russischen Reaktion führen würden. Und es gab da hochrangige und höchstrangige Gespräche zwischen Clinton und Jelzin und zwischen Kohl und Jelzin und vielen anderen. Und erst als klar war, dass wir mit dieser Zwei-Pfeiler-Strategie, also einerseits Erweiterungsschritte, andererseits organische Fortentwicklung, das war das Ziel des Verhältnisses zwischen der NATO und Russland, dass also Russland diese NATO-Erweiterung im Prinzip nicht bekämpfen würde, sondern nolens volens akzeptieren würde. Wie gesagt, nicht freudig, aber immerhin. Das war das Guiding Principle, auch bei der ersten Erweiterungsrunde, die dann in Madrid beschlossen wurde, mit den drei ersten Mitgliedern, Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik. Danach ging das noch ein paar Jahre gut und dann fiel plötzlich dieser zweite Pfeiler, diese organische Fortentwicklung des Verhältnisses NATO-Russland, den weiteren Entwicklungen zum Opfer. Und wir haben plötzlich nur noch über NATO-Erweiterung diskutiert und sie auch durchgeführt oder Vorschläge dazu gemacht, bis hin zu diesem verhängnisvollen Vorschlag der Bush-Administration, Georgien und die Ukraine sozusagen mit einem Upgrade, sage ich jetzt mal salopp, mit einem Upgrade zu versehen. Zu diesem Zeitpunkt war das ganze NATO-Erweiterungsprojekt dann eben plötzlich nicht mehr mit einem russischen Gütesiegel versehen, sondern stieß auf massive russische Ablehnung. Das muss man schon zugeben. Und da haben wir, denke ich, im Rückblick allesamt nicht hinreichend präzise zugehört, als Putin diese Bedenken in, ehrlich gesagt, relativ klarer Form mehrfach, nicht zuletzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, vorgetragen hat. Ich glaube, wir haben damals gesagt, ja, jetzt tönt er, jetzt hätte er da eine tolle Rede, das ist nicht weiter ernst zu nehmen. Wir haben es, das wäre meine Selbstkritik, wir haben das nicht hinreichend ernst genommen. Letzter Punkt, ich will nicht zu lange reden, ich will nur Folgendes sagen. It takes two to tango. Wenn wir heute über die Frage reden, was könnte man denn jetzt an Vorschlägen machen, um das Verhältnis wieder zu reparieren, dann glaube ich, muss man sich die Frage stellen, was will denn Russland? Und wenn die Analyse richtig ist, die Angela vorhin ja selbst auch mit vorgetragen hat, nämlich dass Russland zurzeit Angst hat vor dem Virus europäisch-liberaler Gesellschaftsordnung, siehe Maidan und so weiter, siehe Color Revolutions, wenn das richtig ist und wenn zweitens richtig ist, was Ralf Füchs ja auch angeführt hat, dass Russland nach wie vor einer Verteidigungsdoktrin Tribut zollt, die davon ausgeht, dass die Herstellung der Sicherheit Russlands nur möglich ist, wenn die einen oder anderen Nachbarn Russlands nicht auf volle Sicherheit oder Handlungsfreiheit vertrauen dürfen. Wenn das so ist, und ich glaube, so ist es, dass diese beiden Zielsetzungen im Augenblick das russische Handeln dominieren, das russische Denken dominieren, dann muss man sich darauf einstellen, dass es keinen einzigen Reset-Button gibt, den wir jetzt im Augenblick drücken könnten, der dann plötzlich zu einer wundersamen Bereinigung des Verhältnisses führen würde, mal ganz abgesehen von dem ungelösten Ukraine-Problem. Ich glaube also, wir müssen uns auf eine Periode strategischer Geduld einstellen und
der einzige konkrete Vorschlag, den ich habe, weil ich mich ärgere über die fortgesetzte Diskussion, über ob man nicht vielleicht ein bisschen die Sanktionen lockern könnte, damit die Russen sich ein kleines bisschen wohler fühlen mit dem Rest der Welt. Das halte ich alles für nicht zielführend. Ich halte was völlig anderes zielführend. Wenn Sie mich fragen, was wären denn Schritte, mit denen wir Russland zeigen können, dass wir keineswegs eine dauerhafte russische, eine antagonisierte Relationship haben wollen, dann finde ich, ich sage es mal etwas zugespitzt, wenn es schon möglich ist, dass wir 85 Millionen oder wie viele Millionen Türken gibt es, also etwa in der Größenordnung, dass wir denen jetzt die Visumsfreiheit anbieten, was wir tun in diesen Stunden und Tagen, dann spricht aus meiner Sicht nichts, aber auch gar nichts dagegen, dass wir den 140 Millionen Russen, die nichts können für die Invasion der Krim und das böse Verhalten der russischen Militärs im Donbass, wenn wir diesen Russen die Visumsbefreiung in Aussicht stellen. Das wird nicht über Nacht gehen. Das setzt voraus, dass der gesamte Schengen-Prozess sich damit befasst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Vorschlag in dieser Richtung auch in Moskau auf erhebliches Interesse stoßen würde. Ich würde zusätzlich die Zahl von Stipendien für Studenten, Professoren, Austauschschüler verdreifachen. Je mehr Russen wir hier reinholen können und eben gerade nicht die Oligarchen oder ihre Ehefrauen, sondern die normalen Russen und die Studenten und die normalen Menschen, desto weniger wird diese vergiftende Propaganda, die im Augenblick unsere Beziehung beherrscht, negative Früchte tragen. In diese Richtung, glaube ich, sollte man denken, wenn man sich überlegt, was können wir denn an Signal an Russland senden, was aufbaut auf den Errungenschaften der 80er und 90er Jahre, auf die Idee der Partnerschaft, die man ja nicht ganz vergessen sollte, selbst wenn es im Augenblick sehr, sehr schwer ist. Herr Wittmann, Sie sehen die Wittmannsche Seite, die bei Ihnen geschwungen hat, klingt hier ordentlich weiter auf dem Podium. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Wir bringen Ralf Füchs. Vielen Dank, Herr Ischinger, dass Sie auch das in dieser Dichte und auch sozusagen erster Hand hier in diesem Rahmen teilen. Das ist, glaube ich, große Bereicherung. Herr Füchs kommt hinein zu dem Thema Russland. Ich würde gerne drei Bemerkungen dazu machen. Das erste, wenn man mal rekapituliert, was so in den letzten 15 Jahren zwischen Russland und dem Westen sich ereignet hat, da gibt es ja eine ganze Menge Elemente, die man eigentlich als vertrauensbildende Schritte sagen, nehmen könnte. Ich will jetzt gar nicht lange auf dem NATO-Russland-Rat sagen, rumreiten, der sicher keinen strategischen Sicherheitsdialog ersetzen kann, aber war natürlich schon als vertrauensbildende Maßnahme angelegt. Ich will noch drei andere Themen kurz nennen, nämlich den russischen Beitritt zur WTO. Nicht ganz unerheblich. Das ganze Thema Energiepartnerschaft, Energiekooperation, also gerade, wir sitzen hier in Berlin, was sagen die Bundesrepublik angeht, wir haben uns bis zum Punkt der strategischen Abhängigkeit in dieser Energiekooperation mit Russland begeben. Und nicht ganz unerheblich wäre ja auch daran zu erinnern, konventionelle Abrüstung. Ich meine, es hat eine konventionelle Abrüstung stattgefunden, gerade in Deutschland in einem historisch, ich will nicht sagen einzigartig, wenn man an Versailles denkt, und, aber als freiwilliger Akt und als einseitige Vorleistung, das war schon enorm. Das kann man jedenfalls nicht in ein Narrativ verwandeln, eines aggressiven Aufmarschs sozusagen des Westens gegenüber Russland. Ist trotzdem was schiefgelaufen? Herr Ischinger hat ja jetzt schon ein paar konkrete Themen genannt. Ich würde noch einen dazufügen, den ich vielleicht sogar als den zentralen halte. Es gab mal so eine Phase, ich glaube noch stärker im amerikanischen Diskurs als im europäischen, Russland als nicht mehr relevant zu betrachten.
Russland ist irrelevant. Das ist nur noch so eine Mittelmacht. Und das fütterte natürlich ungeheuerlich diesen postimperialen Phantomschmerz, der heute psychologisch Russland wirklich beherrscht. Ja, dieser nicht bewältigte Abschied vom Imperium. Und ich glaube, da ging es sehr viel mehr um Symbolik als um seine reale Substanz, aber dieses Russland in seinen Großmachtbedürfnissen nicht einfach zu ignorieren. So, und jetzt ein drittes, auch anschließend an Herrn Ischinger, was tun? Ich fand das alles richtig. Ich glaube, man könnte das zuspitzen auf ein Angebot oder eine Wiederauflage des Angebots einer Modernisierungspartnerschaft. Nicht einer strategischen Partnerschaft, das ist was anderes. Eine strategische Partnerschaft setzt gemeinsame Werte und Ziele voraus, die es heute nicht gibt. Aber einer Modernisierungspartnerschaft, bei der, da bin ich völlig einverstanden mit Angela Stent, Russland viel stärker auf den Westen angewiesen ist als auf China. Und die Frage ist, ob es innerhalb der russischen Eliten irgendwann einen Umdenkungsprozess gibt, der sagt, Moment mal, mit diesem jetzigen Konfrontationskurs fahren wir das Land gegen die Wand. Wir fahren es buchstäblich gegen die Wand. Und sagen, es muss ein glaubwürdiges Angebot geben einer Zusammenarbeit bei der Modernisierung der russischen Wirtschaft und auch der öffentlichen Verwaltung, vorausgesetzt, dass bestimmte elementare Grundwerte der europäischen Friedensordnung und so weiter respektiert werden. Das ist die Bedingung. Und solange das auf der Ebene der großen Politik hakt, muss man alles machen, um diese Kooperation auf zivilgesellschaftlicher Ebene zu fördern. Also Wissenschaft und Kultur und alles, was dazugehört. Wir müssen, vielen Dank, ein wenig auf die Tube drücken, aber ich würde vielleicht ganz kurz Ihre Frage, der große Zusammenhang, das große Ganze, die Verknüpfung von Austeritätspolitik und unserer Leistungsfähigkeit als Europäerinnen und Europäer in der Außen- und Sicherheitspolitik. Ralf Füchs, ist ein Thema, wo Sie ein, zwei Gedanken vielleicht noch? Dieser Zusammenhang ist tatsächlich enorm wichtig, sowohl nach innen wie nach außen. Wir haben so viel an ökonomischer Dynamik verloren und wir haben so massive wirtschaftliche und soziale Probleme in der EU, die ich übrigens nicht hauptsächlich auf die deutsche Austeritätspolitik zurückführen würde. Das ist nochmal eine andere Debatte, wie hoch da der Anteil ist, dass wir dringend ein politisches Programm brauchen. Grünen haben dafür einen Begriff, der heißt Green New Deal, ein Investitionsprogramm. Das fehlte nämlich in diesem Sanierungspakt nach der Finanzkrise mit einer Modernisierung unserer öffentlichen Infrastruktur, einem Umbau unseres Energiesystems, einem gesamteuropäischen Stromnetz, einem gesamteuropäischen Eisenbahnsystem, einer ökologischen Modernisierung unserer Städte und massiven Investitionen in Bildung und Wissenschaft. Das wäre, glaube ich, ein Projekt, und zwar als ein gesamteuropäisches, bei dem reiche Länder wie die Bundesrepublik tatsächlich den Löwenanteil der Finanzierung bestreiten müssten, was wieder ein europäisches Wir befördern kann und sowas wie ein Zutrauen in die Zukunft. Ja, das öffentliche Bewusstsein oder die europäische Mentalität ist, wir haben die besten Zeiten hinter uns und wir sind ein Kontinent des Niedergangs, dann kriegen wir ein Europa der Ellbogen und der Verteilungskämpfe und des nationalen Egoismus. Wir müssen dringend wieder sowas wie ein Zukunftsprojekt Europa definieren. Und dazu gehört nicht nur eine Erneuerung der liberalen Demokratie, sondern dazu gehört auch eine Erneuerung unserer Ökonomie, Innovation und Europa, ich würde sagen, als Vorreiter der grünen industriellen Revolution.
Das letzte Wort auf dem Podium gehört heute Abend dem Abgeordneten. Tom Königs hat Gelegenheit, noch auf einige Aspekte noch einzugehen. Eine Sache, Ralf, man kann nicht darum rumreden, dass wenn man das europäische Freiheits- und Wohlstandsversprechen nennt und dann sagt die Austeritätspolitik, naja, für die Griechen hat es dieses Versprechen zerstört. Welcher Grieche wird jetzt noch an das Wohlstandsversprechen glauben? Die Spanier mit 50% Jugendarbeitslosigkeit glauben an das deutsche Wohlstandsverbrechen, Wohlstandsversprechen, sei an das deutsche Wohlstandsversprechen und kommen nach Deutschland zum Arbeiten. Und ich glaube schon, dass die Austeritätspolitik dann auch mit dem deutschen Zeigefinger einiges kaputt gemacht hat und das muss man von unten wieder aufbauen. Ich finde das völlig richtig, auch gegenüber Russland zum Beispiel, dass man das über Stipendien, über Austausch, auch über ein Wahrnehmen, dass das ein interessantes Land ist und so weiter wieder aufbaut. Herr Fink-Decker, ich bin der Meinung, dass die Europäische Gemeinschaft sehr viel zur Friedenserhaltung getan hat. Aber wir dürfen nicht vergessen, die NATO. Und immer wenn meine Bundestagskollegen von der Linken vom Austritt aus der NATO faseln, ich bin 72, habe 71 Jahre im Frieden gelebt und da gab es viele Möglichkeiten für Krieg, zum Beispiel zwischen der Türkei und Griechenland, nicht zu vergessen, und auf dem Balkan. Und ich danke dem Himmel, dass wir die NATO gehabt haben und hoffe, wir haben sie noch sehr lange. Denn die haben letzten Endes dann auch mit harter Hand verhindert, dass wir uns untereinander in die Wolle kriegen. Und das mal für die jüngere Generation gesagt, wenn ich meiner Mutter gesagt hätte, du pass mal auf, ich werde mein ganzes Leben im Frieden in Europa leben, da hätte die gedacht, wo träumst du denn nachts davon? Also da hat die NATO einen wichtigen Anteil, die EU hat den Nobelpreis gekriegt, Friedensnobelpreis für die NATO, er wäre ja auch vielleicht nicht so richtig das gewesen. Ja. Letzter Punkt. Beim Syrien-Konflikt sind Gespräche notwendig. Ich weiß, wie qualvoll diese Gespräche immer wieder in Gang gesetzt werden von Staffan de Mistura im Auftrag der Vereinten Nationen. In Syrien ist aber die Gestaltungskraft Europa vollkommen abwesend, fast bis zum heutigen Tage. Und das ist natürlich fatal. Da hätte es die Möglichkeit gegeben, gerade wirtschaftspolitisch, aber auch sicherheitspolitisch in einem etwas weiteren Sicherheitssinne gememeinsam aufzutreten und gemeinsam zu handeln. Gegenwärtig handeln einzelne Nationen. Der Präsident de la République macht da manchmal was und manchmal schicken wir Waffen an die Peschmerga. Aber eine Gestaltungskraft Europas gibt es da nicht und daran fehlt es in der Tat. Rede ich mich um Kopf und Kragen. Stimmt, sagte zu meiner Rechten Wolfgang Ischinger und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an Angela Stand, an Ralf Füchs, an Tom Königs, an Wolfgang Ischinger, an Sie alle. Wir haben gestartet einen langen Nachmittag mit Angela Stand, die uns geführt hat durch Yalta, oh Helsinki, are the US, Europe and Russia still in the same world? Dafür nochmal herzlichen Dank. Wir haben das dann etwas ausgeweitet mit Perspektiven von Raja Mohan und Wolfgang Ischinger, um zu gucken, wie denn die Perspektiven auf die Welt aussehen hier in unserer kleineren Runde. Und dann sind wir eingestiegen und haben uns damit beschäftigt, was braucht Europa eigentlich für Antworten. Wir haben das hier auf dem Podium etwas allgemeiner noch diskutiert und durch Ihre Fragen sind wir sehr schnell zu den Bereichen gekommen, die Prioritäten sein sollen, die Sie angesprochen haben in einem Ihrer Wortbeiträge, Herr Ischinger. Nämlich, wir haben sehr viel über Russland gesprochen. Es ist ein ganz wesentliches Zeichen natürlich auch dafür, dass das ein Thema ist, was uns hier besonders befasst. Ich danke Ihnen allen für diese Beiträge. Wir haben jetzt, Ralf Füchs, die Einladung mit Ihnen allen noch weiter zu diskutieren. Unsere Gastgeber bitten zum Empfang und Sie wissen, wie die Gepflogenheit hier ist. Wir wandern dazu runter und sagen ganz, ganz herzlichen Dank an diejenigen, die unsere Debatte hier miteinander über die Sprachgrenzen hinweg möglich gemacht haben. Vielen herzlichen Dank an die beiden Kolleginnen in den Übersetzerkabinen und Ihnen einen interessanten Abend und weiterhin alles Gute.